wir mit einer seelsorgerlichen Not konfrontiert, die auch vor Christen nicht Halt macht. Und wir werden diesen zweiten Text nicht so ausführlich auslegen können, aber wir wollen doch noch auf einige sehr, sehr wichtige Punkte unsere Aufmerksamkeit richten. Hier stoßen wir auf das, was wir kennen, auch heute, auch als Christen, auf die Trauer über persönliches Leid, hier über den Verlust eines geliebten Menschen und auf die bedrängende Frage, warum Gott das nicht verhindert hat. Und einige derer, die so fragen, werden sich sogar auf unseren Mann von Kapitel 9 berufen. Das hatte sich sehr schnell herumgesprochen. Schauen Sie mal, was in Kapitel 11, wohin wir jetzt noch gehen, zum letzten Akt gewissermaßen, was da in Vers 37 gesagt wird, von den Leuten auf dem Friedhof zu Bethanien. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, das ist unser Mann, nicht dafür sorgen, dass auch dieser, also Lazarus, nicht gestorben ist? Also wenn der es schon geschafft hat, den Blindgeborenen zu heilen, warum lässt er hier den Lazarus sterben und seinen letzten Atemzug tun? Das ist die Frage und das müssen wir jetzt klären. Und damit kommen wir zu diesem zweiten Teil, verspätet. Und wir haben ihn genannt, die Trauernden oder eine pünktliche Verspätung. Und wenn Sie das lesen, dann denken Sie entweder, der Pastor will sich für seine Verspätung rausreden, oder Sie fragen sich, wie kann eine Verspätung sich als pünktlich erweisen? Sie werden es sehen. Also Verse 1 bis 6. Verspätung aus Liebe auf Gottes Timing ist Verlass. Und wir bleiben noch einmal bei unserer Gliederung. Es war einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die dem Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte, deren Bruder Lazarus war krank. Also kurze Vorstellung der Person. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank war, das ist der entscheidende Satz, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Und wir fragen, warum? Also, gehen wir es kurz durch. Lazarus aus Bethanien, das liegt ca. 2,7 Kilometer von Jerusalem entfernt, östlicher Abhang des Ölbergs. Hierhin haben Jesus und die Jünger sich oftmals zurückgezogen. Sie waren befreundet mit dieser Familie. Maria war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt hatte, Matthäus 26. Und deren Bruder Lazarus war krank, sind also treue Freunde des Herrn. Und sie beten so, wie Christen beten, wenn einer der ihren krank ist, da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Und sie erinnern Jesus vorsichtshalber nochmal daran, dass er den lieb hat, so nach dem Motto, da hast du doch eine Verpflichtung. Und wie antwortet Jesus? Als das Jesus hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, daher hat Kierkegaard den Titel für seine berühmte Veröffentlichung wahrscheinlich, Krankheit zum Tode. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Merken Sie, Jesus dominiert die Situation und Jesus kontrolliert die Bedrohung. Es kann nichts passieren, was sich seiner Kontrolle entzöge. Das ist so tröstlich. Und dann wird das extra nochmal erklärt von Johannes. Alles, was jetzt geschieht oder auch nicht geschieht, müsst ihr unter dieser Voraussetzung sehen. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Das sagt er vorsichtshalber schon mal vorweg. Das heißt, alles, was er tut, auch wenn es uns noch so unverständlich erscheint, geschieht aus Liebe. Und jetzt kann man sagen, obwohl er sie lieb hatte, als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Der letzte Ort, der erwähnt wird, ist in 1040 das Ostjordanland. Möglicherweise hat er sich dort aufgehalten und ist dann von dort dahin gekommen. Und Jesus wartet bis Vers 14. Vers 14 heißt es daraufhin, nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und also hier sind die Motive, aus denen heraus Jesus handelt. In Vers 4 das Motiv der Verherrlichung Gottes und der Verherrlichung des Sohnes Gottes, der auch Gott ist. Also es geht um die Herrlichkeit Gottes. Alle Zungen bekennen, dass Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Und das Motiv ist die Liebe zu den Seinen. Und jetzt kommt die Überraschung. Jesus verspätet sich absichtlich. Zwei Tage warten wir noch, sagt er. Lazarus liegt im Sterben, kein Expresszug, wir warten. Und das ist unverständlich. Also nach menschlichen Erwägungen müsste Jesus entweder sofort losgehen, um Lazarus zu retten, oder er müsste gar nicht losgehen, um sich selbst und die Jünger zu retten.
Aber Jesus weiß, was er tut. Er verliert das Ziel nicht aus dem Auge. Es geschieht zur Verherrlichung Gottes und des Sohnes Gottes. Und es geschieht aus Liebe zu dieser Familie. Nächster Schritt, in die Höhle des Löwen. Der Tod geht alle an. Jetzt wendet sich der Blick zu den Jüngern. Die bekommen noch eine Sonderlektion. Und das ist so liebevoll von Jesus in dieser Situation. Er hat immer alle im Blick. Er kümmert sich um Lazarus, Maria und Martha. Und er hat zugleich die Jünger im Blick. Und er hat dich im Blick und dich und mich auch. Das ist so beruhigend, dass der Herr immer alle gleichzeitig versorgen kann. Wir sind ja oft so ein bisschen eingeschränkt, kümmern wir uns den einen. Um den einen müssen wir den anderen ein bisschen vernachlässigen. Der Herr hat sie alle im Blick. Das ist wirklich sensible Anamnese und totales Zuhören für alle seine Leute, die es brauchen. Das kann nur er. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lass uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollen die Juden dich steinigen. Erinnern wir uns, ne? Kapitel 8, 59. Und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden, wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das ist wieder einer dieser rätselhaften Sprüche Jesu. Und Johannes hat die alle notiert und hat sie alle festgehalten. Ja, das erinnert uns an diese Sache, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Hat nicht der Tag 12 Stunden. Das ist zunächst mal unsere Lebenszeit, unsere Wirkungszeit. Und wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht. Er sieht das Licht dieser Welt, was Jesus selbst auch ist. Unsere irdische Zeit ist bemessen, 12 Stunden. Solange die 12 Stunden gelten, sind wir sicher. Solange unsere Zeit hier von Gott gegeben ist, sollen wir sie nutzen. Aber es wird auch enden. Und dann diese Mahnung an die Jünger in Vers 10, wer bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Vielleicht schwingt auch dieser Gedanke mit, den wir dann im ersten Johannesbrief lesen, Kapitel 1, Vers 7, lasst uns im Licht wandeln. Im Licht, das Jesus selber ist. Wir haben hier unsere Lebenszeit, sie ist uns von Gott gesetzt. Da in der Zeit, die wir hier wirken sollen, kann uns nichts passieren. Solange der Herr will, dass wir hier wirken, werden wir hier wirken. Es kommt auch an, dass wir im Licht leben, im Licht seiner Vergebung, im Licht seiner Wahrheit. Und dann sagt Jesus den Jüngern über Lazarus Folgendes. Er bereitet sie auf die Situation in Bethanien vor, Vers 11, und spricht zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Und damit macht Jesus deutlich, der Tod hat nicht mehr Macht als der Schlaf. Der Tod ist mächtig, aber gegenüber Jesus ist er nicht mächtiger als der Schlaf. Und ich gehe, ihn aufzuwecken. Es ist für Jesus nicht schwerer, einen Toten aufzuerwecken, als für uns jemanden aufzuwecken. Das sprachen sein Jünger, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Also die haben es nicht kapiert. Ne? Aber es ist gut, wenn er ein bisschen ausschläft, kommt er wieder zu Kräften. Jesus aber sprach von seinem Tod, sagt Johannes. Der interpretiert das schon für uns. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagt es Jesus ihnen frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und er fügt hinzu, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Jetzt erklärt Jesus die Verspätung nochmal. Er sagt, Leute, das war Absicht. Und was jetzt kommt, hätte nicht kommen können, wenn wir gleich hingegangen wären, denn wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich ihn natürlich gesund gemacht. Ich bin froh um euretwillen. Ihr braucht das, was jetzt geschieht dort auf dem Friedhof. Denn ihr werdet meine Macht umso deutlicher sehen. Was wir hier sehen, ist, dass Jesus am Glauben der Jünger arbeitet. Sie werden einmal die Zeugen der Auferstehung werden müssen. Sie werden einmal verkünden müssen, die Macht des Herrn über die brutale Wirklichkeit des Todes. Und das ist ein Teil ihrer Ausbildung dazu. Ihr werdet meine Macht umso deutlicher sehen. Deswegen bin ich froh, dass Lazarus gestorben ist, denn sonst könnte das Wunder nicht geschehen, was jetzt geschieht. Und wie nötig das ist, die Jünger vorzubereiten, das zeigt die spontane Situation von Thomas. Den werden wir morgen noch ein bisschen genauer kennenlernen. Und wenn Sie morgen die Predigt über Thomas hören, werden Sie sich garantiert an diesen Vers erinnern, weil das nämlich typisch für ihn ist. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, damit wir sterben. Ja? Thomas war der typische Optimist von hinten. Also, ja, dieser Fatalismus, ja. Also er ging immer gewissermaßen von der schlimmsten Lösung aus. Das war Thomas. Und auch so ein gewisser Heroismus, komm, dann sterben wir eben alle mit ihm. Er will es nicht anders, so nach dem Motto. Das zeigt sich aber auch seine Treue zu Jesus darin. Aber das ist Thomas. Ganz typisch. Und alles zusammen zeigt uns Jesu sensible Anamnese, wie genau er diese beiden Truppen im Blick hat. Die Truppe in Bethanien und die Truppe der Jünger hier im Ostjordanland vielleicht.
Jesus überlässt nichts dem Zufall. Das sehen wir in Vers 17. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe. Schon 4 Tage im Grabe. Und auch diese 4 ist kein Zufall. Das ist die Mitte der Trauerwoche. Trauerwoche normalerweise 7 Tage. Und möglicherweise hat Jesus auch dabei gedacht an diesen jüdischen Volksglauben. Also Jesus hat das nicht geglaubt und Jesus hat das nicht gelehrt. Aber möglicherweise hat er gesagt, okay, sollten die das so denken, dann ist es vielleicht nicht schlecht 4 Tage, denn der jüdische Volksglaube mancher Leute sah so aus. Die Seele wartet nach dem Tod noch 3 Tage, um in den Körper zurückzukehren. Und am 4. Tag gibt sie auf und verschwindet. Also nach dem Motto, am 4. Tag ist er wirklich tot. Töter geht nicht, ja. So, und dieser 4. Tag verstreicht gewissermaßen. Und jetzt wird Jesus ihn zurückholen, wie wir wissen. Kurze Erklärung, Bethania war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt. 15 Stadien, das sind 2,7 Kilometer. Und nun gehen sie dorthin. 19. Und jetzt kommt Martha. Martha tritt auf den Plan. Warum? Die bohrende Frage. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Die beiden Schwestern reagieren wieder sehr unterschiedlich. Martha, die Ältere, offensichtlich die Beherzte, die Szene beherrscht. Sie geht auf, Maria bleibt da. Und Martha wendet sich gleich an Jesus, geht ihm entgegen und sagt, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Da drin steckt Vertrauen, aber möglicherweise auch ein leichter Vorwurf. Warum bist du nicht eher gekommen? Warum? Warum bist du nicht eher gekommen? Du hättest es verhindern können. Herr, du hättest es verhindern können. Und dann fügt sie hinzu, aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Vielleicht so eine kleine Andeutung, du könntest ja noch was machen. Also sie zweifelt nicht an seiner Macht. Aber sie versteht auch nicht sein Vorgehen. Und wie oft geht uns das so als Kindern Gottes? In einer bestimmten Situation, wir zweifeln nicht an Gottes Macht. Wenigstens im Letzten nicht. Wir haben bestimmte Gefühle, sagen wir, Herr, wie konntest du nur oder so, aber wir zweifeln im Letzten nicht an Gottes Macht. Wenn man uns sagen würde, ja, bestreitest du denn, dass Gott mächtig ist? Und wir sagen, nein, natürlich nicht. Wir zweifeln nicht an Gottes Macht, aber wir können sein Vorgehen nicht verstehen. Und das ist Marias Situation, Marthas Situation. Sie spricht es an und weiter. Jesus antwortet ihr, dein Bruder wird auferstehen. Er will sie gar nicht auf die Folter spannen. Und was sagt Martha? Martha spricht ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Sie missversteht ihn. Weil die gläubigen Juden davon ausgingen, es wird eine Auferstehung der Toten am Ende der Tage geben. Und sie finden die Bibelstellen der Gewissheit der Auferstehung im Alten Testament auch auf ihrem Zettel mit angeführt. Und das hat Maria auch von Herzen geglaubt. Das glaubten auch die Pharisäer, die Sadduzäer, wie wir wissen, glaubten es nicht. Und Maria denkt, Jesus meint diese Gesamtauferstehung am Ende der Zeiten. Aber Jesus meint das offensichtlich nicht so. Und plötzlich eröffnet Jesus ihr eine völlig neue Perspektive. Das sind die Verse 25 bis 27. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, habe ich es genannt nach diesem Gedicht. Kampfansage gegen den Tod am offenen Grab. Denn Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Diesen Vers habe ich wirklich an Hunderten von Gräbern draußen auf Friedhöfen zitieren dürfen. Und das ist immer ein erhebender Moment. Am offenen Grab, der Sarg ist gerade hinuntergelassen. Und dann diesen Satz über den Friedhof rufen zu dürfen, da bin ich immer dankbar, dass ich eine laute Stimme habe. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Wir verstehen die Botschaft. Jesus trägt das Leben in sich. Jesus wird auferstehen. Jesus ist die unzerstörbare Überlebensgarantie und es hängt alles am Glauben an ihn. Und wer da lebt und glaubt an mich, wer im Leben zum Glauben an mich kommt, der wird nie mehr wirklich sterben, weil für ihn Jesus lebt, nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken, singen wir. Und Maria antwortet mit einem fulminanten Bekenntnis. Sie sagt, ja, ich glaube, dass du der Christus bist, also der Messias, der Sohn Gottes. Und dann muss man wörtlich übersetzen, da steht der Erchomenos, der Kommende. Also nicht nur der gekommen ist, sondern der Kommende, der in die Welt kommen wird, der Sieger am Ende der Tage, Erchomenos.
der in die Welt kommen soll. Und Maria spricht dieses Wort, ich glaube, im Perfekt. Man kann das noch besser übersetzen. Ich bin zu dem Glauben gekommen. Ich habe dich gefunden. Ich vertraue dir und ich weiß und ich bete dich an als den Christus, als den Messias, als den Sohn Gottes, als den Kommenden. Und merken Sie, was Jesus tut. Jesus beantwortet nicht die Warum-Frage der Martha, aber Jesus hebt den Blick der Martha weit über ihre Situation hinaus. Und in dieser großen Perspektive, die Jesus der Martha aufzeigt, ist ihre kleine Perspektive mit eingeschlossen und gesichert und heil gemacht. Und dadurch, dass Jesus den Blick der Martha über diese Einzelsituation auf dem Friedhof hinaushebt, dadurch befreit er sie zu einem getrösteten und zukunftsgewissen Bekenntnis. Du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes, du bist der Kommende, es wird alles gut. Starke Ansage. Jesus macht deutlich, ja, es kommt darauf an, dass du mir wirklich vertraust. Und das ist sozusagen das Schlüsselwort. Das steht in Vers 15 zu den Jüngern. Damit ihr glaubt, inszeniere ich das so, wie ich es inszeniere. Und dann in Vers 25 zu Martha, wer glaubt, der wird leben, glaubst du das? Und sie sagt, ich glaube. Und in Vers 40 haben wir es nochmal, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dieses öffentliche Gebet, was Jesus dann kommentiert, in Vers 42 sagte, Vater, ich weiß wieso, dass du mich immer hörst, aber damit diese jetzt glauben, dass du mich gesandt hast, darum mache ich das. Darum geht es. Vertrauen wir dem, der die Garantie des ewigen Lebens ist. Und dieses Vertrauen zu Jesus ist besonders herausgefordert im Angesicht des Todes, den auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 15 als den letzten Feind bezeichnet hat. Und Jesus ist der einzige sichere Anker, weil er die Auferstehung und das Leben ist. Eine wunderbare Situation. Und dann Martha reagiert. Martha reagiert goldrichtig. Und hier sehen wir wieder, wie patent diese Frau ist. Weil sie sagt, meine Schwester, die weint noch zu Hause. Und was braucht meine Schwester? Meine Schwester braucht jetzt schnell ein Gespräch mit Jesus. Und das initiiert sie. Als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester heimlich und sprach sie, der Meister ist dann, ruf dich. Dieses heimlich, interessant, sie will wahrscheinlich, dass Maria ungestört mit Jesus redet. Da sind ja schon die ganzen Mengen da, der Mittrauernden und die ihn da ständig auf der Pelle hocken und die dann auch gleich hinter Maria herlaufen und so. Aber Martha kapiert, es wäre gut, wenn jetzt Maria alleine mit Jesus sprechen könnte. Der Meister ist da und ruft dich. Und was macht Maria 29, als sie das hört? Da stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Also irgendwo an der Straße dort, noch ein paar Kilometer vielleicht vom Friedhof entfernt. Und als die Juden, die bei ihrem Haus waren, also von wegen ungestörtes Gespräch, ne, und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, waren die nicht sehr pietätvoll, nicht sehr zurückhaltend, nicht sehr taktvoll, sondern folgten sie ihr. Weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Also nicht zu hinterher. Und dann begegnet Maria Jesus. Und als Maria nun dahin kam, Vers 32, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen. Und dann kommt nochmal derselbe Vorwurf. Wahrscheinlich haben die Schwestern vorher darüber gesprochen. Martha war jetzt inzwischen schon sehr viel weiter. Aber Maria noch auf dem alten Stand und sie sagt das Gleiche nochmal. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wenn doch. Und bei Maria ist das noch mehr, deswegen habe ich es bei Maria genannt, der stechende Schmerz, weil sie weint. Eigentlich denkt man, ja, könnte Jesus jetzt mit ihr das gleiche Gespräch nochmal führen wie mit Martha. Ihr das sagen, dein Bruder wird auferstehen, und dann wird sie sagen, ja, ich weiß und so. Ja, macht Jesus aber nicht, sondern schauen Sie hin, es läuft diesmal ganz anders. Jesus geht wirklich mit jedem von uns ganz individuell um. Offensichtlich ist Maria gar nicht in der Lage, so ein Gespräch mit ihm zu führen wie Martha. Vers 33 steht hier, sie weint bitterlich. Als Jesus sah, dass sie, wie sie weinte. Und dann erleben wir aber von Jesus eine unerwartete Reaktion und sehen daran, mit welcher Sensibilität Jesus sein Gegenüber im Blick hat. Nämlich, er ergrimmte im Geist und wurde sehr betrübt. Und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworten ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus ging die Augen über. Das heißt auf Deutsch, da steht da kryo, Jesus begann zu weinen. Jesus begann zu weinen. Und die Frage ist, warum?
Es stehen hier zwei emotionale Reaktionen von Jesus. Einmal, Vers 33, er ergrimmte im Geist. Also das, man könnte auch übersetzen, er schnaubte. Und zwar nicht, weil er sich nicht im Griff hatte, sondern im Geist, das heißt im Heiligen Geist, eine göttliche Reaktion, ein göttliches Schnaufen und offensichtlich auch ein göttliches Weinen. Und das Dakryo ist ein anderes Weinen als in Vers 33, da steht Kleio. Kleio ist so die Totenklage. Aber das Dakryo von Vers 35 ist ein schmerzerfülltes, trauriges Weinen. Wahrscheinlich nicht wegen Lazarus. Lazarus, er weiß ja, er wird ihn gleich auferwecken. Aber wahrscheinlich ist es so, dass der Grund für das Ergrimmen, also für diesen göttlichen Zorn und für das Weinen, der gleiche ist, nämlich die Sünde, der Tod, deren Macht hier so deutlich wird, noch, und der Unglaube der Menschen, die davor, selbst seine Getreuen, die davor irgendwie alles andere zu vergessen scheinen, obwohl es doch längst besiegte Feinde sind. Jesus weint und Jesus zürnt. Und der Neutestamentler Carson hat sehr schön gesagt, es sind dieselbe Sünde und der Tod und derselbe Unglaube, der bei Jesus sowohl seinen Zorn als auch seine Trauer auslöst. Und Carson fährt fort, Trauer ohne Zorn wird sentimental, aber Zorn ohne Trauer wird selbstgerecht und arrogant. Trauer ohne Zorn wird sentimental, aber Zorn ohne Trauer wird selbstgerecht und arrogant. Und bei Jesus sehen wir beides angesichts des Todes. Und Gerd Meyer hat es in seinem Kommentar so schön ausgedrückt. Er sagt, der Tod ist nicht Schicksal, sondern Gegner Gottes. Verstehen Sie? Der Tod ist Gegner Gottes. Der Tod gehört nicht zum Leben dazu. Der Tod ist nicht harmlos. Der Tod ist nicht eine natürliche Selektionsmaschine. Der Tod ist der Feind, wie Paulus sagt. Der Tod ist Gegner Gottes. Und das weckt nochmal hier diesen Grimm Jesu und seine Trauer über diese Zerstörungswucht, die da seinen Geschöpfen begegnet. So reagiert Gott auf den Tod. Mit Grimm, mit Traurigkeit gegen die Sünde, gegen den Tod, gegen den Teufel und gegen den Unglauben, der sich dem ergibt. Aber das ist nicht das letzte Wort. Jetzt geht der Herr den nächsten Schritt. Die Leute sehen das und sie sagen, die Juden, 36, wie hat er ihn lieb gehabt? Und dann kommt dieser dämliche Kommentar der Superschlauen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste, wird uns das hier diese peinliche Szene ersparen? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Und es ist großartig, dass wir, das ist also nochmal ein Blick auf Bethanien aus dem 19. Jahrhundert, und das ist das Grab, so wie man es heute von außen sieht. Also die Überlieferung hat dafür gesorgt, dass wir den Platz kennen, dass wir dieses Grab auch kennen. Da hat man dann neue Treppen gebaut, um den Zugang zu verbessern. Aber das ist das Grab. Da hat sich das abgespielt. Und es ist hochinteressant. So real ist das. Verstehen Sie? Das ist keine Märchenszene hier auf dem Friedhof. So sieht das aus, wenn Sie davor stehen heute als Tourist. Und so sieht es aus, wenn Sie reingehen. Das ist das Grab, um das es hier in Johannes 11 geht. Man könnte dann auch die Zahlen noch nennen. Also 24 Stufen müssen Sie jetzt runtergehen. Grabkammer misst heute 2,45 mal 2,30. Drei Bankbogengräber hat es, also Nischen, in denen die Toten damals aufbewahrt worden sind und so weiter. Das ist also ganz, ganz real. Und jetzt sehen wir noch, was dort passiert ist. 11, 39 bis 44. Davor habe ich die Frage notiert, darüber können wir vielleicht heute Abend in unserer Question and Answer Zeit nochmal reden. Ja, wie kommt das? Gibt es, dass Christen depressiv werden? Ja, wir haben die Bücher empfohlen bekommen und ich möchte auch nochmal hinweisen hier auf dieses Buch von Robert Somerville. Christ depressiv, Christ und depressiv, wie kann das sein? Und auch auf dieses sehr hilfreiche Buch von Welch, Edward T. Welch. Er hat ein Buch nur über Depressionen geschrieben, aber auch in diesem Kapitel ist das Gehirn schuld. Krankheit, eine biblische Sicht. Gibt es ein sehr gutes, zusammenfassendes, ausgesprochen instruktives Kapitel über Depressionen. Und wie gesagt, wir können heute Abend gerne noch einmal darauf zu sprechen kommen. Warum werden Christen depressiv? Antwort ist, weil Christen auch krank werden. Und die andere Antwort ist,
weil Christen auch bestimmte Sünden in ihrem Leben haben. Also es gibt unterschiedliche Auslösungsmöglichkeiten für Depressionen. Meistens werden sie ausgelöst durch irgendeinen äußeren Einfluss, aber sie können auch genetisch bedingt sein. Und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Verursachungen. Und weil auch Christen krank werden, können die krankheitsbedingten Verursacher bei ihnen zu Depressionen führen. Und weil auch Christen noch sündigen, können auch bestimmte sündige Haltungen so etwas auslösen. Aber Jesus ist der Herr. Und wir sind dem nicht hilflos gewissermaßen ausgeliefert. Aber wir haben als Christen auch nicht die Garantie, dass, weil wir Christen sind, wir von Depressionen verschont bleiben müssten. Aber deswegen ist auch die Tatsache, dass wir Depressionen haben. Denken Sie an den Mann von Kapitel 9. Kein Hinweis darauf, dass wir keine Christen wären. Ich will Sie an einen ganz bedeutenden Liederdichter des 18. Jahrhunderts erinnern, an William Cowper. Also er schreibt sich Cowper, C-O-W-P-E-R. William Cowper, der offensichtlich an schweren Depressionen litt und der einen guten Freund hatte, John Newton. John Newton, der ehemalige Sklavenschiffskapitän und herausragende Prediger, John Newton. Und der war sein Freund. Und wenn er den nicht gehabt hätte, aber Gott hat dafür gesorgt, dass er den gehabt hat. Also es gibt elendigliche Traurigkeit, auch unter Christen noch. Aber Gott hat uns auch einander zur Seite gestellt, um einander beizustehen. Und Jesus ist der Herr auch über diese Not. Das wollte ich an dieser Stelle noch sagen, wo die Trauer der Maria so überbordend sich uns präsentiert. Ja, und jetzt sind wir fast durch. 11:39, Gottes Herrlichkeit auf dem Friedhof. Jesus sprach, hebt den Stein weg. Spricht zu ihm, und das ist der Text, den Sie alle kennen, spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen. Hier ist wieder die nüchterne Martha, Herr, er stinkt schon. Und dann kommen nochmal diese 4 Tage, ne? Denn er liegt schon seit 4 Tagen. Und Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, Klammer auf, eben vorhin, ein paar Kilometer oder ein paar hunderte von Metern von diesem Friedhof entfernt, wenn du glaubst, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Maria, das wird durch den Leichengestank nicht relativiert. Wenn du zu Jesus gehörst und du gehörst zu mir, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Du wirst seine Macht immer wieder erfahren und es wird definitiv gut ausgehen. Und damit du es mir umso besser glauben kannst, werde ich dir jetzt hier meine Macht nochmal zeigen. Pass auf, was jetzt geschieht. Da hob sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Also es gibt auch legitime Gebete in der Öffentlichkeit, von denen man will, dass andere sie mithören. So ist es hier bei Jesus. Er will, dass sie dieses Gebet mithören, damit sie glauben. Und dann kommt der Moment, als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Lazarus, komm heraus! Und alle gucken und denken, was geschieht jetzt? Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Und Jesus spricht zu ihm, löst die Binden und lass ihn gehen. Er ist es wirklich. Stellen Sie sich bitte nur einen Moment diese Situation auf dem Friedhof vor. Unvorstellbar. Und wie geht's weiter? Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Und wir hoffen, dass darunter auch etliche waren, die wirklich glaubten. Der Begriff Glauben ist ja im Johannesevangelium immer wieder ganz unterschiedlich gebraucht. Es kommt auf den Kontext an. In Johannes 2 heißt es zum Beispiel, nach diesem Wunder, die Leute glaubten an ihn, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte ihr Herz. Also Glauben kann auch Scheinglauben beschreiben. Glauben kann aber auch echten Glauben beschreiben. Und das wird hier nicht gesagt, wie viele darunter wirklich glaubten. Aber möge der Herr geben, dass einige darunter waren. Und dann? 46, einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihm, was Jesus getan hat. Und so ein wohlmeinender Ausleger hat wieder gesagt, hoffen wir, dass wenigstens ein paar auch hingingen, um die Pharisäer zu bekehren. Aber wenn Sie sehen, wie das weiterging, Vers 47, da versammelten die Hohenpriester und Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was tun wir, dieser Mensch tut viele Zeichen. Dann waren das die Denunzianten. Und die sind jetzt hingegangen und haben gesagt, Leute, die Schlinge um euren Hals zieht sich immer fester zu. Er hat den Blinden geheilt.
Er hat dieses Wunder auf dem Friedhof jetzt getan. Wie lange wollt ihr noch warten? Wenn ihr ihn noch zur Strecke bringen wollt, dann müsst ihr schnell handeln. Und wir haben wieder dieses Entweder-Oder. Die einen glauben und die anderen hassen Jesus. Wir haben das gleiche Entweder-Oder in Kapitel 9, Vers 41 gesehen. Die einen haben keine Sünde mehr, weil sie begriffen und zugegeben haben, dass sie Vergebung brauchen und diese Vergebung bei Jesus gesucht haben. Und bei den anderen heißt es, ihre Sünde bleibt. Es sind immer nur diese beiden Gruppen. Und so ist das auch, wenn man eine Liste derer anfertigen würde, die hier heute sitzen. Die einen von uns werden auf dieser und die anderen auf jener Liste stehen und möge die eine Liste möglichst leer sein. Vier Begegnungen haben wir heute gesehen. Und morgen früh geht es noch weiter mit zwei Männern, die übrigens auch dabei waren auf dem Friedhof in Bethanien. Thomas und Petrus, die haben das miterlebt. Und wir werden morgen die beiden erleben, wenige Zeit danach. Und wir haben gesehen, und das wird sich morgen nochmal bestätigen, wie unterschiedlich diese Lebensgeschichten sind. Ihre Persönlichkeiten, den Nikodemus, die Frau am Brunnen, der Blindgeborene, die fromme Familie in Bethanien, die erst so enttäuscht war, dass Jesus vermeintlich zu spät gekommen wäre. 4 Tage zu spät. Bis sie merkten, der Herr kam auf den Punkt genau. Pünktlicher kann man sich nicht verspäten. Pünktlicher kann man sich nicht verspäten. Und sehen Sie, das ist das Entscheidende an der Seelsorge des Herrn Jesus, dass er die Macht hat, Situationen zu verändern. Das ist das Entscheidende an seiner Seelsorge. Ob das auf dem Friedhof in Bethanien ist, ob das auf den Tempeltreppen von Jerusalem ist, ob es an diesem Brunnen in Samaria geschah oder im Herzen dieses komplizierten Intellektuellen. Nur Jesus hat diese Macht. Nur Jesus hat diese Macht. Und darum besteht die entscheidende Aufgabe von uns kleinen Hilfsseelsorgern. Unsere entscheidende Aufgabe besteht zuerst und zuletzt darin, unsere Menschen zu Jesus zu bringen. Versteht ihr, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen sie zu Jesus bringen. Denn nur er wird mit ihnen und mit ihrer Not wirklich fertig. So erzählte uns eine Freundin aus Nordrhein-Westfalen, wie sie auf einem Krankenzimmer war, auf einer Krebsstation. Und sie bekam gerade die neuesten Untersuchungsergebnisse, war so erleichtert, die Ärzte waren zufrieden, keine neuen Befunde, es ging bergauf. Und am nächsten Bett, als die Ärzte mal weitergehen, verdunkeln sich die Mienen des Visiteteams. Sie können auch nicht mehr helfen, sondern sie können nur noch die Frau, die daneben unserer Freundin lag, für die letzten Wochen nach Hause entlassen. Entsetzen und Verzweiflung beherrschten den Raum. Und wieder allein im Zimmer können beide Frauen die Tränen nicht mehr zurückhalten. Und dann kommt der Moment des Abschieds und die hoffnungslose Patientin stammelt, haben Sie noch irgendeinen Trost für mich? Haben Sie noch irgendeinen Trost für mich? Ganz plötzlich bricht diese Frage aus ihr heraus. Nicht mit Groll, nicht mit Bitterkeit, nur voller Verzweiflung. Und die Angesprochene, die ringt um Fassung. Sie weiß, jetzt gilt es. Und sie hat auch vorher ja schon versucht, mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Und was antwortet sie? Sie sagt, ehrlich gesagt, einen menschlichen Trost habe ich nicht. Wie könnte ein Mensch in dieser Not trösten? Und dann wühlt sie in ihrer Tasche, holt ein Paperback-Buch heraus und sagt, aber wenn es einen Trost gibt, dann ist es das hier. Und sie greift nach der Bibel, einer Sonderausgabe mit dem Bild der nahen Kleinstadt und sagt, wissen Sie, das haben wir in unserer Gemeinde extra drucken lassen letztes Jahr, um unseren Zeitgenossen zu sagen, Gottes Botschaft gilt auch jedem in unserer Stadt. Er will für uns da sein. Und zögernd, ja ehrfürchtig, nimmt die Frau das kleine Geschenk in ihre Hände und sagt, wirklich für mich? Ja, unbedingt, sagt sie. Und das müssen Sie darin lesen. Psalm 23, Psalm 91, Psalm 139. Und sie zeigt ihr die Seiten. Und das Johannesevangelium. Das Johannesevangelium, wo sie alles über Jesus erfahren. Alles über Jesus, das ist das Entscheidende. Die beiden umarmen sich gerührt. Das ist das Schönste, was ich jemals bekommen habe, sagt die Frau. Ich werde es lesen. Ich werde alles lesen, was sie gesagt haben. Nach einigen Wochen stand die Todesanzeige in der Zeitung. Und das Gebet unserer Freundin ist, dass diese Frau wirklich Jesus gefunden hat. Jesus gefunden hat, auch in diesen Kapiteln, die wir hier studieren. Haben Sie noch irgendeinen Trost für mich? Vielen unserer Zeitgenossen
steht diese Frage unausgesprochen ins Gesicht geschrieben. Aber manchmal sind es auch Glaubensgeschwister, die um Trost ringen. Und wir dürfen den einen kennen, der der Einzige ist, der wirklich und durchdringend trösten und helfen und heilen und retten kann. Unseren Herrn Jesus Christus. Herr, wir danken dir dafür, dass du dich uns so deutlich zeigst in deinem Wort. Und dass du so real bist, Herr. Dass du unser Leben kennst. Dass du menschliche Situationen besser durchschaut hast, als wir sie jemals hätten durchschauen können. Und dass du für jede Situation punktgenau weißt, was zu tun ist. Ach Herr, wie hilflos fühlen wir uns oft, wenn wir vor einem Menschen sitzen und ihm so gerne helfen wollen und manchmal den Eindruck haben, es ist so schwer, den richtigen Ansatz zu finden. Bitte gib uns Weisheit, gib uns Mut und gib uns vor allem immer wieder diesen inneren Drang, ihn zu dir zu bringen, Herr. Danke dir, dass du treu und allmächtig bist und dass wir uns dir anbefehlen dürfen. Und wir bitten dich, dass du so nun auch uns hineingeleitest, auch in diesen weiteren Abend, in den morgigen Tag und in alle künftigen Aufgaben, die kommen. Danke, dass du der bist, der du bist. Und dafür loben und anbeten wir dich in alle Ewigkeit, Herr. Und sollte unter uns der eine oder die andere sein, der noch nicht auf der richtigen Seite der Liste steht, Herr, lass ihm das deutlich werden. Lass ihn erkennen, dass er noch nicht mit seiner Schuld zu dir gekommen ist. Und gib, dass auch in seinem Herzen diese Bewegung entsteht, die ihn dazu treibt, sich ganz und allein dir anzuvertrauen. Du bist der einzige Retter. Und wir beten dich dafür an. Du lieber, guter Herr. Amen. Amen.